Auf unserer Reise durch den Balkan fällt uns immer wieder der viele Müll am Straßenrand auf. Ein Umweltbewusstsein, wie wir es in Deutschland und Europa kennen, gibt es hier eher weniger. In Albanien war es für die Kinder zum Beispiel völlig normal, auf dem Pausenhof ihren Müll einfach fallen zu lassen. Überall Müll rum. Dann sind wir durch Mazedonien gefahren, wir sind durch wunderschöne Natur gekommen und plötzlich fängt es an, bestialisch zu stinken. Und dann erstreckt sich am Straßenrand über 800 Meter eine riesige Müllfläche. Im Norden von Mazedonien kamen wir nach Kriva Palanka. In einer Straße der Kleinstadt ist das Roma-Viertel Edinstvo. Zum ersten Mal waren wir jetzt bei Menschen, die wirklich kaum etwas besitzen und schauen müssen, wie sie den nächsten Winter überstehen. Für uns war das auf der Reise wirklich das erste Mal eine Begegnung mit einer völlig anderen Welt, mit der wir vorher noch überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Trotz der erschwerten Umstände und der Armut sind die Menschen dort unglaublich lebensfroh. Es läuft immer Musik, es ist immer Highlife. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier im Roma-Viertel in Kriva Palanka steppt der Bär. Hier geht den ganzen Tag die Party ab. Mitten in dem Viertel ist ein Haus. Das Haus trägt den Namen Amaro Care. Es wurde 2013 vom gleichnamigen Verein gebaut, der uns auch eingeladen hat, um mit den Kindern Zirkus zu machen. Das Haus soll mit der Zeit Schritt für Schritt zu einem selbstverwalteten Gemeinschaftshaus der Roma werden und dient momentan hauptsächlich als nachmittäglicher Treffpunkt für die Kinder, die dort unter Aufsicht ihre Hausaufgaben machen und danach sich kreativ betätigen. Das Haus war noch nicht komplett fertiggestellt, so hat im Bad zum Beispiel noch die Dusche gefehlt. War aber kein Problem, wir haben uns einfach unsere eigene gebaut. Und ganz wichtig war, dass wir uns in Kriva Palanka bei der Polizei ganz offiziell anmelden. Erstmal Meldung machen, dass wir hier sind. Der Bär steppt seit 9 Uhr morgens am Sonntag. Ja. Da wird Müll verbrannt. Auch wenn die Sonne schon längst untergegangen war, haben die Nachbarn immer dafür gesorgt, dass wir die feinsten Balkan-Beats auf den Ohren hatten. Die Nachmittage mit den Kindern gestalteten sich so. Die Kinder kamen aus der Schule ins Amaro Care und als allererstes haben wir mit ihnen gemeinsam die Hausaufgaben erledigt. Erst wenn wirklich alles geschafft war, durften die Kinder dann endlich mit dem Zirkus starten. Die spannendste Aufgabe war, den Kindern klarzumachen, dass wir auf eine Aufführung hinarbeiten. Yes. Es wurde viel ausprobiert, die Kinder hatten viel Interesse, aber es war auch ein großes Chaos. Es war immer laut und es war nicht einfach, mit der Sprachbarriere mal ein Machtwort zu sprechen. So, sag ihnen, soll ich die Plätze merken? Obsten 2 ab. Gut. Ein Wunder ist vollbracht. Wir haben im Endeffekt unsere Techniken entwickelt, wie wir die Gruppe packen können. An einem Tag haben wir mit den Kindern Rollabolas gebaut aus alten Rohren und Brettern, die wir gefunden haben. An zwei anderen Nachmittagen sind wir dann auf einen Berg gestiegen und haben zwischen zwei Bäumen die Slackline gespannt und haben den Zirkusworkshop mit Aussicht über ganz Kriva Palanka genossen. Ah.
Also, morgen ist die Aufführung. Das heißt, ihr müsst euch alles merken, was wir jetzt gemacht haben. Ja, kein Problem. Morgen ist die Topamtinga, was für Probleme gibt. Dann hab ich's drin. Eure Freunde, eure Eltern, alle dürfen kommen. Sorry. Leider hatten wir trotz der vielen Vorankündigungen nicht viel Publikum bei der Aufführung, aber die Kinder haben trotzdem eine super Show abgeliefert. Und jetzt noch ein kleiner Ausschnitt aus unserer Darbietung. Jetzt noch ein paar Bilder, was in Kriva Palanka noch so passiert ist. In Anbetracht der immer herbstlicher werdenden Temperaturen habe ich den guten Wollpulli noch repariert. Pulli ist genäht. Ja, okay, man sieht's. Das ist besser geworden. Selfmade. Auch die Jungs im Roma-Viertel sorgten für den Winter schon mal vor. Oh. Da oder da? Ist auch eher unsere Richtung. Ab und an findet man auch mal einen David auf dem Boden liegen, wenn er gerade mal die Musik für die neuen Videos produziert, die nämlich größtenteils einfach selber gemacht sind. Tschüss, gute Fahrt. Ciao. Leider keine Ausnahme hier. Thank you.
die Jungs haben uns gerade angehalten. Wattenburg. Zirkus. Zirkus. Skeptischer Blick am Anfang immer, aber alles gut. Wir sind Zirkusleute, haben sie erfahren und sie finden es cool. Pinsgauer. Pinsgauer. Ja. Ja. Komplett. Komplett. Sve okay. Mhm. Još jedna i taj mala tam. Hier? Normal? No. This? Is no, 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 no. Druk. Dole. No, no, no. Was wollen Sie? Soll ich anmachen? Start. Oh, top. Yeah, you can burst. Mm-hmm. Half it.